Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Heute geht es auf jeden Fall hoch hinaus, denn wir wollen die Berge besuchen und somit das vierte Biom von Valheim. Also lass uns mal dorthin reisen. Ja, und da sind wir schon angekommen und stellen fest, dass es ziemlich kalt ist und wir dementsprechend HP verlieren. Um genau das zu verhindern, gibt es zwei Möglichkeiten, die zumindest sinnvoll sind. Wir stellen uns einen Kälteresistenztrank her, der uns 10 Minuten diesen Buff liefert. Wobei wir am Anfang auch natürlich diese Möglichkeit haben, denn als zweite Möglichkeit brauchen wir Silber und dann können wir uns den Wolfsumhang herstellen, der uns aber dementsprechend auch permanent diese Resistenz liefert. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass man das Gebiet nicht nass betritt. Jetzt können wir auf jeden Fall die Berge anschauen, ohne HP zu verlieren und sehen auch schon die ersten Gegner, unseren Wölfe. Wölfe liefern ein bisschen Fleisch und man bekommt auch ein paar Felle von denen und auch noch ein paar Zähne. Ja, neben den Wölfen gibt es auch nochmal, ich sag mal, so einen Boss-Wolf, Werwolf. In dem Spiel heißt er Fenring. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn er so heult, dass er seine Brüder ruft. In diesem Fall ist nichts passiert, sondern er war alleine da. Und die spawnen dann auch nur nachts. Droppen tun ja auch nur Zähne und vielleicht eine Trophäe, die ich aber noch nie bekommen habe. Ja, und dann fliegen auch noch solche Drachen hier rum, die ohne Pfeil und Bogen ziemlich lästig werden können. Also passt immer auf, dass ihr genügend dabei habt. Ja, und von denen bekommen wir ein paar Gefrierdrüsen, die vielleicht für ein paar Pfeile sinnvoll sind. Und als letztes haben wir hier auch nochmal so einen Steingolem, der erstmal nichts macht, sondern auf Entfernung könnt ihr ein bisschen runterschießen, wenn ihr wollt. Verbraucht aber auch sehr, sehr viele Pfeile, denn der hält ganz schön viel aus. Oder ihr könnt auch einfach ganz frontal raufgehen und den komplett kaputt machen. Ja, von dem bekommt ihr auf jeden Fall jede Menge Steine und ein paar Kristalle, die aber noch keinen Sinn in diesem Spiel haben. Ja, und lass uns nochmal zu den letzten Ressourcen kommen, die auf den Bergen vorhanden sind. Ist zum Beispiel Obsidian erkennbar. An diesen kleinen Steinen, die ein bisschen schwärzlicher sind und diese Rillen drin haben. Obsidian auf jeden Fall sehr, sehr nützlich für sehr viele Pfeile, die ein bisschen mehr Schaden machen, so wie zum Beispiel hier Frostpfeil, wir haben noch Obsidianpfeil oder wir haben nochmal Giftpfeile. Ja, und dann haben wir noch zum Schluss natürlich Silber. Und Silber können wir nur mit der Wünschesrute finden. Diese haben wir von dem dritten Boss bekommen und können natürlich nur in den Bergen einsetzen. Ja, haben wir die einmal angelegt, müssen wir nichts anderes tun, außer nur ein bisschen rumlaufen, bis wir einen Ausschlag bemerken, so wie jetzt einmal hier vorne. Ja, und haben wir den genauen Punkt ausgemacht. In meinem Fall habe ich sogar diese Silberader, die noch ein bisschen rausguckt. Können wir das Ganze anfangen abzubauen. Ja, ich habe das einmal ganz kurz mal abgebaut und einmal zu zeigen, was so eine Ader beinhalten kann. In meinem Fall waren es jetzt genau 70 Silbererze. Ja, und nachdem wir jetzt so krass geschuftet haben und diese schweren Eier zu der Drachenmutter gebracht haben, können wir diese auch letztendlich rufen. Ihr könnt die Eier auch schon mal einzeln hochbringen, denn wie gesagt, die wiegen sehr, 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 sehr viel. Und ihr könnt die auch schon mal platzieren. Denn die kommen nicht sofort, ihr müsst auch nochmal dieses Opferalter aktivieren und dann kommt sie erst. Also kann man dementsprechend auch locker hin und her laufen. Ja, und dann ist einmal ist die Drachenmutter da, gilt jetzt nur noch zu besiegen. Die macht verschiedene Moves, also die fliegt ein bisschen und beschießt euch mit so einem ja, Eisstein oder sie kriegt hier ein bisschen auf den Boden und dann könnt ihr vielleicht mit stumpfen Waffen beigehen und ihr vielleicht nochmal den Rest geben. Ja, und von der Drachenmutter bekommen wir natürlich die Trophäe, die jetzt direkt hier vor mir liegt und die Drachenträne.